Kennt sich jeder wieder aus. Mir geht so. Ja, geht so, genau. Gerade so. Gut, dann herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Der verrückte Urlaubshaufen ist wieder da. Yay. Der verrückte Campingausflug. Und dabei wollte ich nur in die Südsee. Und jetzt sitze ich hier, es pisst, was runter will. Toll. Mit euch. Du musst das. Natürlich, ist schön mit euch. Hm? Darfst dich geehrt fühlen, dich mit uns hier. Echt mal bessere Unterhaltung und so gibt's auch gar nicht. Nee, genau. Alles gut. So, wo habe ich denn jetzt Holz? Habe ich noch Holz? So. Da muss ich Holz holen gehen. Mein Schlauch habe ich auch erstmal aufgefüllt. Passt. Schlauch. Meinen Trinkschlauch. So. Was machen wir denn heute Schönes? Ich koche mir Essen durch. Du kochst dir einen durch. Hier liegt Essen auf dem Fußboden bei mir beim Wagen. Hat einer da hingeschmissen? Seht ihr das auch? Wo bist du? Ich bin gerade am Kochen, ich kann nicht gucken. Beim Wagen. Komm schon, wird fertig. Siehst du das da? Vor deinen Füßen jetzt. Ich hab's einfach mal gegessen. Ich guck das. Wie sah das denn aus? Wie Fleisch? Ja, gutes Fleisch sogar auch noch. Irgendwas läuft hier gerade positiv schief für uns. Ich hab's einfach mal gegessen. Jetzt habe ich Angst. Fleisch! Oder das Spiel will sich einfach bei uns revanchieren und verteilt jetzt hier überall so random lauter Sachen, die wir brauchen. Naja. Das wäre gut. Meinst du, weil es das letzte Mal so leicht arschlochig war zu uns? Ja, so ganz dezent, ne? Ja. Wollen wir beide dann jetzt ein bisschen erkunden gehen, oder? Können wir gerne tun. Okay. Viel Spaß. Danke. So, bin bereit. Ah, so muss das. So, ich folge dir. Bring mir was Schönes mit von unterwegs. Wenn wir was finden, gerne. In welche Richtung müssen wir? Wo waren wir noch nicht? Also in die Richtung ist Schneegebiet. Da waren wir schon. Da war nichts. Ja, da ist nichts Tolles. Also da darüber im Wald war so darüber da. Okay. Wir müssen noch, immer noch in dieses große Loch. Ja. Ich weiß jetzt aber nicht, welches Loch wir finden müssen, damit wir halt da reinkommen. Hm. Hatten wir nicht noch, oder waren wir da schon drin? Da, wo wir da die zwei Löcher nebeneinander hatten. Da waren wir, glaube ich, nur in dem letzteren. In dem vorderen waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Dann müssen wir da mal hin, wa? Okay. Wo war denn das? Auch da in die Richtung. Irgendwo in die Richtung. Und dann am Loch rum und dann irgendwo neben dem Loch, wa? Irgendein Loch wird schon das Richtige sein. So ein turbulentes Loch, wa? Ja, das war schön. Kann man eigentlich hier in dem Spiel irgendwie sowas wie Schilder bauen? So von wegen, dass man, weiß ich nicht, anstelle von dem Lager halt ein Schild hat, was einem so symbolisiert, da bist du schon mal gewesen? Guck grad mal. So eine Art Fähnchen oder sowas, ja. Ja, genau. Sowas. Ein Fähnchen, irgendwas. Fällt mir halt gerade so ein, weil wir ja Don't Starve gespielt haben und da gab's das ja auch. Da konnte man sich so auf der Karte den Weg markieren. Nee. Bleh. Bleibt wirklich nur, dass wir da überall solche Hütten hinpflastern. Das ist nicht so anstrengend. Oder so eine Schildkröte oder so ein Beet hinpflanzt. Ein Beet das, brauchst du das sieht man ja nicht. Ach so, so ein Wegweiser. Oder ja, dann genau. Eben so ein Schlitten. So ein Holzschlitten, Sammelschlitten. Das ist ja noch schlimmer. Da brauchst du ja 500 Sticks. Na, da brauchst du bis 21. Genau. Hopp da. Nein. Hilfe. Was machst denn du da unten? Ich bin da nicht raufgekommen. Wie wär's denn mit Diät? Also ich habe schon ein paar Kilo tatsächlich abgenommen, ja. Ja? Also Jack, du bist ja sehr freundlich zu einer Frau. Das ist ein Kerl. Vor allem also, diese Person, die diesen Kerl spielt. Für mich schaut das nicht weiblich aus hier. Den Zuschauern hier zeigen, wie unglaublich toll wir aussehen. Also ja. Wenn ihr hier mal schaut, der Jack, ne? Schönes, dunkles, gebräuntes Gesicht und dann die Oberarme, ne? Gleichfalls.
Ja, es ist echt wundervoll. Hast du denselben Typ wie ich eventuell? Du hast den mit dem Schnauzbart. Du auch. Okay. Mit einer goldenen Checkerbrille. Ja, du auch. Ah, ich liebe den. Jetzt sind wir sogar noch dieselben. Ich habe rausgefunden, unser Typ heißt Erik. Erik. Ja, Erik. Der Erich. Okay, Erich. Na dann komm mal mit, Erich. Was haben wir denn hier? Ach, ein Koffer. Hm. Eigentlich unser zweiter Schlitten. Ach, da hinten. Diese Bären, das ist schön. Ach, solange es keine Bären sind. Muahaha. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich Outlast 2 jetzt runtergeladen habe? Ja. Nach 2 Tagen, endlich. Super Internet. Rasend schnell. Ich möchte mal eben so anmerken, das Spiel hat 21 Gigabyte. Ach du ja, Scheiße. Läuft. Aha. Waren wir hier schon? Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Hä? Falls du Kanister brauchst, hier stehen welche rum. Ja, kann man gleich mal... geh weg, du blödes, blutiges Ding. Was? Nee, jetzt geht's nicht mehr. Der Tisch stand im Weg. Was für ein Tisch? Na hier. Da war kein Tisch. Hier, steht noch einer. Nee, da liegt ein Schokoriegel. Und ein Tisch. Ein Ball. Da ist ein Tischtennisball, hallo. Ich glaube, wir sollten mal weitergehen. Wir trödeln gerade ein bisschen. Ja. Ist doch schön im Urlaub. Da muss man ein bisschen Ball spielen. Ich habe ja gesagt, ich habe die Grafikeinstellung einfach mal auf das Höchste gestellt. Und es sieht eigentlich ganz schön aus gerade. Es läuft auch einigermaßen flüssig. Ich bin positiv überrascht von meinem PC. Mal gucken, wie lange noch. Ja. Bis er die Füße hochmacht. Ja, er fängt übrigens wieder an zu quietschen. Ich höre nichts. Ja, wenn ich irgendwie Spiele spiele oder so, dann fängt der PC mal an so an zu quietschen. Nicht immer durchgehend, aber er macht es halt. Waren wir hier unten schon in dem Dorf? Ja, möglich, keine Ahnung. Haben wir hier den Dings gefunden, den Eimer? Den Pott? Nee. Sicher? Ah, ist das nicht der Schwanensee? Kann sein. Lappen. Also dadurch, dass die Koffer hier alle offen sind, würde ich fast behaupten, wir waren hier schon. Ja, hier liegen Beine. Dann lassen... Ah! Es quiekt. Es quiekt. Scheiße, war das laut. Jetzt habe ich mich voll verjagt. Alter, wo bist du? Ach, ich stehe neben dir. Okay. Tut mir leid. Ich war es aber nicht. Scheiße, ich habe mich gerade voll verjagt. Da kommt was. Wo? Da hinter dir. Ganz viel. Ganz viel? Ja. Na, denn, 4 Stück sehe ich schon mal. Lass laufen. Einfach. Ja, einfach laufen. Na, mach. Hopp. Ist ja ganz schön gequiekt, das Vieh. Loch. So Loch, 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 Loch. Okay. Bin da mal weg, wa? Ah, das ist eine Pflanze. Die habe ich aber schon. Licht. Er hat sich gerade irgendwas geschrieben. New item added to do list. Jupp. Was denn? Weiß ich noch nicht. Ich hänge noch am Seil. Das ist gern. Oh nee. Oh nee. Wieder rauf? Weiß ich noch nicht. Was denn jetzt los da bei euch? Soll ich runterkommen oder... Geh du mal zuerst. Wo bist du denn? Ganz unten. Ach so. So 2 Zentimeter vorm Boden. Okay. Und nimm am besten mal die Granaten oder Bomben oder sowas raus. Oh, ich sehe hier schon ganz viele... Siehst du, was ich sehe? Ich sehe Babys und ich sehe einen... Vielbein. Ja. Okay. Stehst du auf einer Erhöhung? Nein.
Wo bist du denn? Ach, du bist direkt hier, okay. Warte, ich guck mal eben. Hilfe, ich bin gestorben. Kannst du irgendwie so ein Lichtding schmeißen oder so? Ja. Du müsstest mich mal aufheben. Ich bin da umgefallen. Ja, Moment. Das Ding hat sein Röckchen gehoben und das war zu viel für mich. Okay, ich hab dich. Okay. Ich sehe halt gerade mal gar nichts mehr. Zack. Ich lieg schon wieder. Okay. Ich habe noch nichts gesehen. Moment. Auf dich geht das Ding wohl nicht los. Nee, noch nicht. Ich versuch's gerade mal eben anzuzünden. Und während das brennt, hole ich dich. Mhm. Okay. Ein bisschen habe ich schon dran rumgesägt, aber. Hab dich! Ah! Ah, da brennt's. Autsch. Wenn mich das halt instant umhaut. Na gut, ohne Leben. Wärst du noch mal so gnädig? Ich bin aber... Ja. Hab ich dich noch geheilt, oder? Nein. Scheiße. Bist du... Seid ihr beide tot? Ja. Ah. Ihr seid schon unten in der Höhle, wa? Ja, ja. Okay, Neustarten. Neustarten. Wir haben 2 Tage überlebt. Bla, bla, bla. Einen. Wieso habe ich jetzt auf einmal mehr als du? Keine Ahnung, vielleicht bin ich schon... Du hattest beim letzten Mal mehr als ich. Post not responding. Wie? Ich bin tot. Wie soll ich denn da responden, wenn ich tot bin? Ich habe ein Standbild. Ich auch. Also logge ich mich am besten aus, oder? Warte mal. Also ich bin gerade noch ganz schwer am Atmen. Also ich habe rotes Blut und sehe, wie mich da was annagt. Das habe ich auch. Bei mir steht die ganze Zeit Host not responding. Ich glaube, hier ist gerade alles zusammen gecrashed. Schaut so aus. Juhu! Wie viele Minuten spielen wir jetzt? 5 oder so? Nee, eine Viertelstunde. Yeah! Naja, dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn wir in der Höhle sind, würde ich doch mal sagen, wa? Ja. Ciao. Tschüssi. Ciao.